Servus, Lan, Vetano hier. Ich bin mal wieder auf dem Public Beta Environment und zeige euch noch einmal den neuen Champion Aatrox hier. Und zwar diesmal im Jungle. Ich bin kein guter Jungler, ich sage es jetzt gleich mal vorweg, bevor die Leute dann flamen. Ey, warum timest du nicht alle Buffs und Dragon und Baron und warum weißt du nicht, wo der gegnerische Jungler zu jedem Zeitpunkt ist und warum kaufst du das Item und nicht das? Also, ich spiele den zum ersten Mal im Jungle. Ich werde wahrscheinlich Hunter's Machete anfangen. Das Jungle-Item, was. Dadurch mache ich eben mehr Schaden. Ja, was werde ich dann weiterbilden? Ist eine gute Frage. Gegnerisches Team hat viele Tag Damage. Die haben zwei AD Carries, aber auch Zac und Diana. Zwei AP Champions. Ja, da muss ich eigentlich entweder voll auf Damage gehen. Oder. Ja, ich weiß nicht genau. Ist eine gute Frage, aber auf jeden Fall. Wriggles Lantern ist auf jeden Fall must buy bei mir. Fangen wir an mit der Machete und 5 Pots. Bin noch immer nicht zufrieden mit dem Ping, aber was willst du machen? Und jetzt sollten immerhin wenigstens die Bugs gefixt sein. Von wegen, ja, 2 AD Carries. So ist das Leben. Wo fange ich eigentlich an? Blue Buff oder Red Buff? Ich glaube, Red Buff wäre fast besser. Oh nein, ich fange Blue Buff an, ist ja egal. Ich fange Blue Buff an. Und. Ja, genau, also wie gesagt, die Bugs sollten behoben sein von Teemo und Zaron. Ich meine, ihr habt das ja alle gesehen, wahrscheinlich das Top-Lane-Gameplay, das heißt jetzt. 1v1 oder 1 vs 2 gesehen haben, das ist einfach nur witzlos gewesen. Die Bugs wurden gefixt und jetzt sollte ich ja da mal ein normales Spiel zeigen können. 30 seconds until Minions spawn. Also, jo, ich werde W auf jeden Fall mal beginnen. What the hell? Also W maxen im Jungle. Q ein Punkt auf jeden Fall nur. Was wollen die? Hesitation is death. Was redet der? No? Dann halt nicht. Wenn mir die nicht helfen, dann kann ich die Wölfe nicht alleine machen, weil ich zu viel verlieren. Blue and Wolf. Alter, was schreiben die Leute? Das sind nämlich Koreaner. Wollen die mich veräppeln? Ja, was soll's. Ah ja, genau. Achso, das. Ah ja, das haben sie ja geändert am Jungle. Auf PBE ist jetzt das Spawnen die Wölfe viel später. Das habe ich ganz vergessen, Entschuldigung. Ganz vergessen. Was willst du machen? Einer für mich, einer für dich. Zack, down ist er. Smite aufgehoben gleich mal. Und als nächstes werde ich E wahrscheinlich nehmen. Oh, das sollte ich cool. Ich glaube, E macht mehr Schaden, deswegen habe ich. Ja, macht ein bisschen mehr Schaden. Jetzt hätte ich gleich zum Red Buff gehen sollen. Ah, nein, ich glaube, das passt schon so. Aber Sustain ist ja so gut, ich weiß nicht. Es geht eigentlich. Der Sustain ist nicht allzu schlecht. Kommt eigentlich ganz gut über die Runden momentan noch. Zack, zack. Healpot nehmen wir noch einen zur Sicherheit. Aber das geht schon so. Und sie haben auch die ganzen Spells ein bisschen geändert. Ich kann jetzt gar nicht alles sagen, aber das Passiv, Ulti, alles wurde ein bisschen überarbeitet quasi. Ja, dann geht's drauf auf den Red Buff. Weiß ich nicht so genau, ob da noch was geändert wird, nochmal weiter. Viel Schaden macht das. 25. Jetzt ist er down, genau. Ein Punkt in Q, dass ich da über die Walls drüber kann. Zack! Ja, also der Jungle Clear könnte besser sein, aber es geht dabei. Ja. Sollte dann wahrscheinlich einen Gank probieren. Das Ding wäre overextended. Diana hat sicher nicht gewartet. Wenn die dann nochmal da zurückkommt, dann ist sie tot. Victory is forever.
Kommt die... Ah, geflasht. Ja, das ist natürlich problematisch. Der Flash geburnt. Bleibt sie wirklich noch da? Die bleibt da. Ja, okay. Dann gehen wir halt wieder drauf. Ja, das war schlecht. Es hat nicht ganz hingehaut mit der Latenz. Dann backen wir mal. Geht sie schon aus? Das Jungle-Item, was ich nehmen will. Mudred Razors, genau. Auf alle Fälle, ein paar Pots noch. Ein Wort ist sicher nicht verkehrt. Ich glaube, ich hätte einfach dann weggehen sollen. Ist egal. Wie gesagt, ich bin kein guter Jungler und den Champion spiele ich zum dritten Mal. Ja, das muss aber reichen. Ich könnte jetzt theoretisch wieder hingehen, wenn der da weiter pusht. Keine Ahnung, was der da redet. Him DL da. Was willst du mir sagen, mein lieber Chase? Der pusht noch weiter, ja, dann gehen wir halt hin wieder. Wobei, da ist der Atox. Ah, der ist down. Warte, jetzt gibt... Na, der backt sich, oder? Diana sehe ich nicht momentan, ich werde mal kurz da die Lane nehmen, aber der hat Red Buff auf. Was? Wie habe ich denn den nicht getroffen? Ja, genau. Verstehe ich jetzt zwar nicht ganz, aber was soll's. Komm an den Tower! Hier geht's ein bisschen mit dem Last Hitten. Ja, komm ich ein bisschen mehr ins Game zurück. Nachdem ich da so einen Fail hatte. Den verpasst. Ja, mit der Latenz geht das nicht so leicht, aber es ist halbwegs okay. Ja, egal. Egal, dann gehen wir zurück. Was geht da ab? Toplane ist noch immer weg. Die chillt da, oder hat, ist die vielleicht, hat die auch disconnect. Ich meine, am PvE sind die Spiele eigentlich nie so... so ernst zu nehmen. Man kann zwar den Champion sehen mit den neuen Skills und so weiter, aber viele Leute haben halt Latenz, viele Leute haben Disconnects. Ja, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Da ist noch immer keine. Okay. Also, er hat zum Beispiel jetzt einfach geflasht zum Spaß, keine Ahnung. Dennis. Okay, jetzt ist Diana back, komischerweise. Man kann mit den Leuten nicht reden, weil die anscheinend nicht eine Sprache sprechen. Also, sei es jetzt Deutsch oder Englisch, ist ja egal. Ach Gott. Ja, dann werde ich gleich mal da wieder die Lane übernehmen. Geht sich da was aus? Yeah, ein CS bekommen. Twisted Fate, chillt da dabei. Ah, da oben sind zwei. Ja, was heißt? Das heißt, da müssen wir aufpassen. Ich werde dann ein Wort für den herhauen. Da. Okay, jetzt hat der den Dungeon ja gepflanzt. Kann ich mit dem dann noch aufheben weiter? Oder ich tue für den Top-Laner warden. Ja, aber ich nehme eigentlich ziemlich viel Schaden. Ist das gay. Ja, ich weiß nicht. Push mal die Lane da. Ich meine, nehme so viel Schaden. Ist noch da? Ja, aber die... Kann ich da noch was reißen vielleicht? Wieder geflasht. Na gut, das bringt dem immerhin auch was. Aber jetzt kann ich da nicht mehr viel reißen. Ja, dann geht's back to Red Buff. Back to Red Buff.
Hallo, ich caste gerade mein E ganze Zeit und da passiert nicht wirklich viel. Dead's life, an ally has been slain. Was willst du machen? Wenn wir da nochmal da die Teile hier holen. Was werde ich noch bilden? Wahrscheinlich Hydra oder sowas. Ja, was reden die da? Das ist immer fragwürdig. Box, 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 Fragezeichen. Box, Box, Box. Komm mal her, der Twisted Fate. Das Land, der da noch da ist. Ja, da kommt der Jungler. Das ist nicht gut. Hallo, da ist der Jungler. Okay, was macht er da? Damage drauf. Ach Gott. God damn it, das sind beide solche Trolls. Ah, komm mal daher, lieber. Blue buff for you, bro. Passt, sehr schön. So geht das. Mehr Roaming Power für Twisted Fate. Ah, leider hat jetzt die Toplane ziemlich viel. Ziemliche Probleme. Hallo? Also, wirklich, mit den Angreifen ist das nicht so lustig mit der Latenz. Unabsichtlich wieder verlieren. Bin gerade noch beim Power Leveling hier. Werden wir wahrscheinlich Wriggles gleich kaufen, oder? Ah, oder auch nicht. Komm schon! Kommt der Chase nicht klar mit der Diana? Ist er noch immer vielleicht. Die Diana war ja nicht buggt, ne? Aber die war zumindest schon mal sehr stark die ganze Zeit. Wenn die da einiges geändert haben. Kurz die Lane halten. Getroffen, Folgesachen. Ja, ich werde mir auf jeden Fall da mal was Schönes kaufen. Was für Boots gegen die? Haben die viel CC? Ja, nicht wirklich. Da kaufe ich mir die Ninja Tabi. Und dann noch ein bisschen mehr Sustain Lifesteal. Ich gehe mal dahin. Voll. Sack. Oh no! Ja, der ist down, oder? Lauf! Lauf! Ja, so nice! Achso, ich dachte schon, das ist jetzt. Ah, shit. Violence is elegance. Wird die wieder zurückkommen, die Diana? Wahrscheinlich nicht. Oder vielleicht doch. Nein, ja, dann gehe ich da mal. Deren Blue Buff abchecken. Ach Gott, der Graves. Ich glaube, ich schaff's nicht mehr rechtzeitig. Der ist down, oder? Geh weg! Schnell! Nein! Nein, das ging nicht so gut. Alter, ist das dein Ernst? 10 HP und wegkommt er. Ach Gott, ich hasse es so sehr. Ach egal. Warum sollte ich da jetzt irgendwie mich aufregen?
Bleibt noch da? Ja, der bleibt da. Ja, dann gehen wir mal drauf. Ich habe halt kein Ultimate jetzt da, aber... Okay, die ist weg. Die ist weg, wie es ausschaut, dann halt Red Buff. Pain is temporary. ist sogar noch da, die Diana. Wenn ich Red Buff dann habe, werde ich zu ihr vorbeischauen. Oder... Oder nicht. Zack. Ich bin recht low, aber eigentlich. Ah, das ist ein bisschen blöd so. Komm! Nein! Er hat auch daneben geschossen. Oh Gott. So ein Kacke. Ja, das holen wir uns jetzt. Da holen wir uns jetzt den Tower dafür zurück. So. Ah je. Ah je, ist da der Buff da? Nein. Bleibt er da? Oh lol. Nein, Fail Flash. Nein. Ja, Fail Flash. Ach Gott, das Spiel ist einfach nur so schlecht von mir gerade. Es tut mir echt leid. Haben wir überlegt, ob der Wits End nicht auch einfach ziemlich gut sein könnte? Was recommenden die da eigentlich so? Ja, Spirit Visage. War auch sicher nicht schlecht gegen den ganzen AP Damage, werde ich wahrscheinlich als nächstes bilden. Vielleicht nicht so der Damage Macher, Damage Dealer. Wollen sie den Blue Buff oder? Diana ist da, vorsichtig. Und ich bin zum ersten Mal gestorben, aber trotzdem. Okay, der Blue Buff ist weg. Daisy's Blade. Okay, zwei Mitte. Vielleicht da was reißen. Komm schon! Sehr schön. Das ist nicht sehr schön. Lads! Sie hat meinen Q kaputt gemacht, aber der hat einen Double Kill gekriegt, das ist schon okay. Aber das war echt ziemlich blöd. Noch ein Wort hier. Sind die jetzt einfach rausgegangen? Da, da, oder wie? Da ist auch eine fette Wave. Ich weiß nicht, warum die da so schreiben, aber es bringt nicht wirklich viel. Ja, Chase wird aber ziemlich farmt, Gott sei Dank. Der holt sich da jetzt noch die Wave. True Warriors are born in blood. Ich werde ein bisschen tanky bilden, glaube ich, weil bei uns bildet sonst keiner. Die bilden alle Damage und ja, wir haben dann keine Frontline. Also niemanden, der den Schaden einsteckt. Ach Gott. Pfeift er schon wieder. Nein, ey, ist das dein Ernst? Der escaped schon zum dritten Mal oder zum. Weiß ich nicht. Und ich habe mein Q gemisst, deswegen hat das. Nur deswegen ist er weggekommen, weil ich so schlecht spiele die ganze Zeit schon. Peace is the greatest lie of all. Ja, whatever. Dann gehen wir da mal auf den Tower drauf, würde ich sagen, oder? Gehen wir da. Graves.
Ja, was schreibst du doch ganze Zeit? Schreibst halt was Gescheites, das kann keiner lesen. Drauf auf den Ding. What the hell? Wow. Schaffst du das mit Shockwave? Nein, leider nicht. Aber da kommt er ja wahrscheinlich. Nein, Becken! Becken! Töte sie! Ich hab passiv! Helft mir! Lerz! GG! What the hell? Die sind da schon wieder, keine Ahnung. Töte sie, Wayne! Pentakill! Wow, wenn der reingeht, dann bin ich da. Aber die Nidalee macht auch nichts Gescheites. Sie sollte auf der Seite die Spears reinfetzen. Bam! Macht es da mal alles schön Damage drauf. Zum ersten Mal groupen wir da. Ich werde mal ein Wort hinfetzen. Back here! Da ist Red Buff da. Könnten theoretisch auch die Lane, den Tower holen. Soll ich das probieren? Na, der ist noch fast voll. Ich könnte die Lane in den Tower reinpushen zumindest. Genau, nicht so. Hallo, Creep Blocking! Und keine Dings bekommen. Komm, den Tower holen wir uns. Die Was machen die da eigentlich? Der Chase geht aber ziemlich ab, muss ich sagen, aber jetzt stirbt er wahrscheinlich. Oder auch nicht. Too strong for you. Yeah. Alter, und ich kann mal wieder überhaupt nicht last hitten. Unglaublich. Unglaublich. Aber den Turret haben wir gekriegt, das ist schon mal super. Ich hole mir nur den großen und dann gehe ich, glaube ich, Dragon oder so. Kann ich den Solo machen? Ich weiß gar nicht. Geht sich vielleicht sogar aus? Yay! Komm schon! Wenn da jetzt wer kommt, dann bin ich down. Sehr nice! Drake for us! Was auch immer die da jetzt schreiben. Ja, ist egal, dann soll ich. Okay, ich bin ein bisschen gefährlich unterwegs. Nehmen wir mal den Blue Buff da. Obwohl er das vielleicht nicht mag, aber damit muss er leben. So, ist das nächste Item, was ich mir nehmen werde. Ah je. Vielleicht bei der Blade of the Ruin King auch. Ein bisschen mehr Schaden und so weiter. Peace is the greatest lie of all. 18. Noch zwei Wards. Immer Wards kaufen, wenn man backt, ist mein Motto. Egal welche Rolle man spielt, wenn es ausgeht. Zucke. Wie spielt der mit Mage Eyes Support? Wow, Alter, Creep Block, ahoi. Wo sind da die? Die macht gar keine Traps, aber irgendwie. Nidalee. Ja.
Ah, voll daneben. Da, der Sack ist da gewesen vorher noch. What the hell, wo kommt denn der auf einmal her? Ja, aber der ist down, wenn er so weitermacht. Okay, wir müssen back. Oh. Die Vayne. Warte mal. Oh, da ist noch wer. So. Das war's jetzt fast, ey. Ich sag's euch. Mein Herz ist stehen geblieben. Tschu, tschu. Komm, Damage. Damage. Auch noch mehr Attack Speed auf jeden Fall. Blade of the Ruin wird mir da auf jeden Fall helfen. So, weiter geht's. Ich bin jetzt aus dem Schneckenhaus. Ich brauche noch ein Tank-Item auf jeden Fall. Was haben die so? Ich glaube, Warmax wäre eigentlich ziemlich stark gegen die. Ich glaube, die haben überhaupt kein Percentage Health Damage. No, you're never gonna die. Nein, hat den weggehauen, den hätten wir töten können. Nice. Mein erster Kill. Jetzt pushen wir mal da die Lane da. Poke Team! Wir haben eigentlich ziemlich viel Poke, möchte ich sagen, wenn Twisted Fate noch hier wäre. Ja, komm nur her, Drahtzeug! Drahtzeug her, Drahtzeug, Drahtzeug! So, wir sollten ein bisschen backen jetzt. Ich schau mal da kurz her. Okay, ist gar nicht da, aber trotzdem wäre es. Jetzt sind wir zu fünft wieder. Ich pushte mal die Lane. Und krieg dafür keinen einzigen Test. Yay! Da haben wir eine schöne Wave, da können wir schon pushen. Ja, lass sie halt. Lol, ist das auch nicht gut. Oh oh. Wow, Becken. Nice. Shut down, dann können wir sogar ein bisschen weiter. Wir haben eigentlich ziemlich starkes Pushing-Team auch. Wir wollen nicht zusammenstehen, weil sonst wird er da reinspringen. Ah, das war's. Das war's wert, das war's wert. Ja, sehr schön. Die, da kommen die Minions. Nur Aatrox und Miss Fortune sind ab, aber... Wow, ich dachte schon, da wird gleich der Tower drauf. Das war schon okay so. Das war schon okay so. Will ich dann mal... nur Items habe, wo ich die aktivieren kann, dann muss ich face rollen. Ist er den Tower? Ja. Na komm, jetzt geht's auf den Tower und dann backen. Sind jetzt wieder nämlich Abgleich. Und der Graves ist ziemlich... die Diane ist am stärksten. Die hat 9 Kills, obwohl ich da eigentlich... Ich war ja ur auf Top am Anfang. Hab zwar ur nichts gerissen. Das war einfach so schlecht. Sie geben auf. Also hat er geliebt vielleicht. Okay, das kann sein. Ja, das war ein sehr, sehr schlechter Jungle Aatrox. Ich hoffe, es hat trotzdem oder anderen gefallen. Bitte flame in die Kommentare. Vetana, du bist schlecht. Minute 12. Irgendwas. Hast du das gemisst? Hast du das gemisst? Fail Flash. Wir wissen es alle. Trotzdem hat es euch hoffentlich gefallen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Vielleicht kann ich dann endlich mal Midlane spielen, aber es ist so schwer. Das schaffst du fast nie.